Falls ihr eine PS5 gewinnen wollt, wie dieser Abonnent, und sie sogar von mir persönlich überreicht bekommen wollt, egal aus welcher Stadt ihr seid, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg oder sonst wo in Europa, tragt auf Ehre meinen Creator-Code VVS im Itemshop ein. Dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare euren Epic Games-Namen. Und wenn ihr eure Gewinnchancen erhöhen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, was geht? Wie immer am Ende von jeder Season lassen wir nochmal die Fortnite Competitive Season Revue passieren und ich versuche ein paar Sachen zu leaken, so beziehungsweise euch zu sagen, die nächste Season reinkommen werden, weil letzte Season habe ich auch das Klettern geleakt und ein paar Sachen rausgefunden, die dann wirklich ins Spiel gekommen sind. Und diesmal habe ich wieder ein paar Leaks für euch, Freunde. Nicht weglaufen. Junge, nur Headshots. Der Arme, er tut mir schon ein bisschen leid. Er hat mir nur ein 30er Hit gegeben. Diese Tactical, bei Gott, die macht nur 30er Hits, außer du machst Headshots mit der. Auf jeden Fall, mit was wir direkt anfangen, so die Striker Pump wurde ja gebufft, also besser gemacht. Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass die normale alte Pump wieder zurückkommen wird. Ich denke mal auch wieder Spaß. So, Striker Pump war geil. Hätten sie die von Anfang an so krass gemacht? Nicht erst kurz vor FNCS, so, wenn alle Pros sich beschweren und es wichtig wird. Nicht dann, sondern auch, wenn sich die Community beschwert. So, das finde ich zum Beispiel bei Fortnite ein bisschen schade. So, sie achten auf die Fortnite Competitive Szene, schon krass. So, aber irgendwie, ich will nicht sagen, dass sie auf sie spucken, aber so, die machen das immer erst kurz vor FNCS, wisst ihr, wie ich meine? Wieso nicht schon davor? Wieso kann man nicht schon davor so Spaß an dem Game haben und muss das erst so spät machen? Weil ich sag euch ehrlich, ich finde, Fortnite Competitive ist so das Einzige, was mich an Fortnite noch hält. Alles andere, bin ich euch ganz ehrlich, Freunde, macht mir nicht mehr so viel Spaß. Und das ist einfach ein Fact. Und diese AK ist auch bodenlos. So, manchmal hittet die krass. Ich glaube, es ist halt eher so eine Maus und Keyboard oder für Controller Zen-User-Waffe. So, aber auf jeden Fall, so, ich bin euch ehrlich, ich finde Chapter 3 Season 1 Competitive war 10-mal geiler, vor allem auch Solo mit Spider-Man. Hätten sie von Anfang an bei Spider-Man einfach nur 20 Schuss, so nicht wieder kurz vor FNCS, erst wieder alle Sachen optimieren, so. Ja, so hätte das von Anfang an 20 Schuss gehabt, weil das wäre die allergeilste Season. Nur in Arena 80 Schuss, weil Arena hat noch nie so viel Spaß gemacht. Da spreche ich, glaube ich, für jeden. So, Arena mit diese Filme, mit Spider-Man jeden zu pushen, oder das hat so Bock gemacht, man konnte so viele Kills und so machen. Da stimmt mir, glaube ich, jeder von euch zu. Und auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, so, Striker Pump, ich weiß nicht, ob die noch drin bleibt, aber auf jeden Fall, so, die alte Pump wird reinkommen. Ich hoffe, Epic macht nicht irgendwelche komischen Filme und tut die irgendwie bearbeiten und dann ist irgendwie die Striker Pump doch besser als die alte Pump, weil bei Epic kann ich mir diese Filme vorstellen und dann juckt keinen mehr die alte Pump, weil sie halt einfach keine Meta mehr ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Aber was ich halt fühlen würde, wenn komplett die alten Waffen zurückkommen werden. Also ich kann euch jetzt schon sagen, so, die normale Pump wird eigentlich zu 100% zurückkommen. Aber so Scar weiß ich nicht. Also ich finde die auch mit dem Zielvisier extrem geil. Aber anstatt AK, die alte AR und Scar. Bruder, Scar, ich vermisse diese Waffe. Scar war wirklich so meine Lieblingswaffe und wird auch immer meine Lieblingswaffe bleiben. Bruder, diese Waffe hat mir so viel Spaß gemacht. Damals immer so diese Meta. Ich sag euch, was die beste Competitive Meta war. Einfach blaue Tactical oder lilane. Lilane oder goldene Tactical. Crashpads, eine Scar, Minis und Biggies. Oder Minis und Splashies. Bruder, das war geiler Loot. Nicht diese Pump, Bruder. Diese Pump, ich frag mich, wieso die reingebracht haben im Competitive. So, die nervt doch einfach nur jeden. Natürlich ist sie Meta, man muss sie spielen und man spielt sie auch, wenn man sie findet. Vor allem im Endgame. Bruder, so diese Top 100 Lobbys in Finals und so. Und ich sag euch auch ehrlich, in FNCS wird man die sehr, sehr oft sehen. So, natürlich spielt man die, weil man halt muss, aber diese Waffe raus, so unbedingt nächste Season, alte Tactical rein, so diese lilane und goldene, oder vor allem auch richtig geil, du konntest immer Wände mit dieser Tactical holen, also Holzwände,
Bruder, das war ehrlich mit die beste Zeit. Da hat Arena Grinden auch so viel Spaß gemacht. Jetzt, ich habe ja Kontakt mit ein bisschen so mit ein paar Pros. Eher die spielen nebenbei lieber Valorant. Und das ist halt ehrlich nicht cool, so wenn mittlerweile ein anderes Game mehr Spaß macht. Aber auf jeden Fall, so wie gesagt, erster League, wo ich mir eigentlich zu 100% sicher bin. So, wenn ihr das Video auch im Nachhinein schauen werdet, werdet ihr es merken, dass ich recht hatte. So, nächste Season kommt auf jeden Fall die Pump wieder rein. So, dann nächste Season, denke ich mal, wird Tilted komplett verschwinden. Diese neue Stadt wird bleiben. Aber hier in diesem Bereich wird, glaube ich, was komplett Neues, richtig Krasses aufgebaut. Aber wie ich Epic kenne, werden die sich wieder mies viel Zeit lassen. Und das auch erst im Laufe so von der Season machen. Was ich, um ehrlich zu sein, nicht mal so schlimm finde. Irgendwie feiere ich das auch. So, dass die sich so dahingehend ein bisschen Zeit lassen, weil würden sie am Anfang von der Season alles direkt machen, würde es nicht mehr so bocken. Oder was ist das für eine Waffe, ja? Naja. Chill, Bro. Ja, ich gehe gleich mit Impulsnade auf ihn. Bei Gott sogar. Schaut jetzt. Ja, moin. Egal, dann rift ich auf ihn. Ich dachte, man kann das auf Baum machen. Egal, auch gut zu wissen. Cousin, was geht? Ich bin hier. Jetzt wirst du Spaß haben. Tja, was ist das denn? Man muss einfach in ihn reinrennen und ja, er ist weg. Cooles Game, Digga. Ehrlich, sehr cooles Spiel. Keine Ahnung, das meine ich halt so, Bruder. Was ist das für eine Meta? Weißt du, wie ich meine? Ich spiele ja normalerweise kein Public, aber in Arena diese Art von Videos aufzunehmen, keine Ahnung. Was ich mir auf jeden Fall für die nächste Season wünsche, Autos zum Moven. So, die können gerne Autos drin lassen, aber nicht so OP machen, dass man im Endgame mit denen rumfahren kann und so. Einfach nur zum Moven, so Autos. Beziehungsweise, was ich extrem geil fand, was meine Lieblingsseason eigentlich war, was so Movement und sonstiges angeht, ist hier, ist diese Season mit diesen Windrädern. Aber dann könntest du auch jeden tot lasern, aber diese Windräder waren totgeil. Ich frage mich, wie das aussehen würde dann in Competitive, wenn jeder diese Windräder und so benutzen würde. Das wäre, glaube ich, auch ganz funny. So, aber wenn die sowas zum Moven wieder machen, wäre totgeil. Und allgemein so mehr Movement-Sachen. Zurzeit das Einzige, was es als Movement gibt, ist eigentlich nur Jumphead. So dieser Kugler. Ich habe in der Season nicht gespielt. Wie war der? Schreibt das mal auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich ehrlich interessieren so. Aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Movements. So Impulsnades. Nicht mal diese krassen lilanen Impulsnades. Die würde ich aber tot feiern in Competitive. So, aber einfach nur, wirklich nur. Nur diese blauen Impulsnades. Das würde schon als Movement komplett reichen. Stellt euch mal vor, so ihr nehmt sechs Nades mit, so, und könnt mit denen dann im Endgame moven. Totgeil. So, sagt, was ihr wollt. Das ist mies geil, diese alten Standard, mit denen sich immer die ganzen Streamer so runtergeschossen haben vom Berg und so. Diese Impulse-Nades, wo du noch Fallschaden bekommst. Die könnte Fortnite Competitive wieder zurückbringen. Wäre totgeil. So, die lilanen sind, glaube ich, ein bisschen zu OP. So, oder Bounce-Pads. Bounce Pads auch totgeil, aber nicht in Kombination mit den lilanen, weil das ist dann wieder zu broken. So einfach nur Bounce Pads. Irgendetwas so, weißt du, dass man ein bisschen mehr Movement hat. Oder Crash Pads. Crash Pads auch totgeil. So, es gibt so viele Varianten. Frag mich, wieso die das nicht zurückbringen, weil die Leute würden es feiern. Die Season mit Crash Pads, bei Gott, das war eine der geilsten Seasons. Und ich glaube, das können mir die meisten von euch so auch vouchen bzw. zustimmen. Das sind so Sachen, die ich mir halt wünschen würde, neben den alten Waffen wieder. So Map, bin ich euch ehrlich, juckt mich nicht. Ich fand Chapter 1 Map geil, war vielleicht ein bisschen zu viel Hügel und so für Competitive. Chapter 2 Map war somit die geilste für Competitive, sage ich euch ehrlich, die vermisse ich schon ein bisschen. Aber ich finde Chapter 3 Map auch geil und ich freue mich auch jetzt schon auf Chapter 4 Map. Du weißt aber, wir sind ja erst in Season 3 so. Und ich frage, so viele sagen immer, Fortnite wird irgendwann mal aussterben, Fortnite Competitive ist tot, dies und das. Nein, noch lange nicht. Das wird immer bestehen bleiben. Es wird immer einen Teil geben, dem Fortnite Competitive Spaß machen wird, der neu dazukommen wird. Es gibt Leute, die grinden erst ab Chapter 3, wie ich. Das versteht ihr gar nicht. Ah, Digga.
Ja, okay, ich bin tot. Ja, Junge, Mann. Digga, irgendwas mit Laser, Digga. Hab mich mies erschrocken. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Ich hab mich tot erschrocken. Auf jeden Fall, Public ist mir egal so. Ich finde diese Nicht-Bauen cool, sage ich euch ehrlich. Und ich würde sogar feiern. Ich würde sogar sehr, sehr fühlen, wenn die Nicht-Bauen so mehr Turniere reinbringen. Und was ich mir unnormal wünsche, dass man nicht mehr diese Noirelio oder Amo Custom spielen muss. Einfach so ein Modus. Stellt euch mal vor, hier neben Arena, nicht dieses Late-Game-Arena, sondern ein Arena-Modus, wo nur Platzierungspunkte belohnt werden. Wo du richtig grinden kannst, wo jeder nur auf Endgame geht. So, wo Kills egal sind, vielleicht nur wenn du Erster wirst, dann bekommst du die Killpunkte. Oder nur wenn du Zweiter und Dritter wirst. So, weißt du, natürlich werden dann trotzdem Leute dumm W-keen, aber die Games werden auf jeden Fall stackter. So, dieses Late-Game-Arena war nur zum W-keen, weil du halt voll viel Punkte für Kills bekommen hast. Man muss einen Arena-Modus reinmachen, so wie Late-Game-Arena vielleicht. Oder, keine Ahnung, dass die Zone bis zur zweiten Zone schneller kommt. So. Und dass du da schneller Mets farmen kannst, schneller deine Waffen holen kannst und sonstiges, dass immer noch diese RNG-Practices, nur halt ein bisschen schnellere Zone und so, dass man nicht immer 20 Minuten verschwendet und dass halt jeder full auf Endgame geht, so, weil nur das Punkte bringt und Kills davor bringen dir nichts, so, weißt du, die bringen dir rein gar nichts und dann würden auch diese ganzen Braindead-Leute so auch nicht auf Kills gehen, natürlich wird es irgendwelche Dullies geben, einfach für Kills gar keine Punkte, nur für Platzierung, so, weißt du. Das würde ich tot feiern. Weil da müsste man nicht immer, das nervt mich, man muss immer halbe Stunde auf Custom Code warten, da weiß man nicht, was man machen soll. Und Arena, es ist kein Practice mehr. So in Arena müssten die wirklich, wenn die das irgendwie hinbekommen würden, einfach so, keine Ahnung, durch Placement. So, es gibt ja auch in FIFA irgendwie, dass da die E-Sportler gegeneinander spielen, weil die so und so viele Games gewonnen haben und sonstiges. Und die müssten irgendwie einen Modus reinbringen, der es wieder grindbar macht, wo es sich lohnt, dieses Game tot zu grinden, weil du sagst, oh mein Gott, ey, ich bin Top 100 da bei, keine Ahnung, in dieser Arena-Modus und ich bin erster Platz auf der Welt gerade und so, das wäre totgeil. Diese Punkte-Grind macht gar keinen Sinn mehr und keinen Spaß, weil eh alle Dullis sind in Arena und das ist keine Herausforderung, Digga, einer macht 1 Million Punkte, wohin, Digga, wohin, Junge, er spielt gegen Bots nur, er macht 1 Million Punkte, wisst ihr, wie ich meine, das würde ich tot feiern. Schreibt mir ihr eure Vorschläge, was ihr feiern würdet, in die Kommentare, Mann. Neben meinem Kopf kommt ihr jetzt zu den letzten Videos. Lasst ein Abo da. Tragt gerne meinen Creator-Code VVS im Itemshop ein, wenn ihr mich unterstützen wollt. So, das würde mich sehr, sehr supporten, Freunde. In diesem Sinne, haut rein, folgt mir auf Twitter und tschüss.